Ey! Halt's Maul! Halt's Maul, du hast mich heute schon genug verarscht. Also Leute, man könnte jetzt annehmen, dass ich vielleicht eventuell ein bisschen geistig behindert bin, denn wir schreiben den 7. Jänner 2018 und ich habe nichts Besseres zu tun, als um 23.30 Uhr ein Mario Kart Video aufzunehmen, obwohl ich schon komplett müde bin. Aber ich hatte einfach gerade so viel Bock, irgendwie was aufzunehmen und somit habe ich gedacht, komm, schmeiß die Switch an und... Ja, und rage ein bisschen, egal. Nun gut, bevor ich es vergesse, rechts oben Infobox, da habe ich jetzt ein kleines Voting rausgehauen und zwar, ich wollte irgendwann mal, das ist aber schon ein Monat her wieder, na, ja ein Monat, ich Idiot, ich glaube schon ein halbes Jahr wieder her, wo ich mal eine Folge auf Österreichisch machen wollte, also wo ich nur im Dialekt rede. Da ich das ja eigentlich nie gemacht habe, also auch bis dato noch nie nachgeholt habe, mache ich es jetzt mal. Das heißt, votet oben einfach, soll ich mal eine komplette Folge nur auf Österreichisch reden? Das heißt, ihr werdet vielleicht eventuell nichts verstehen, weil, ja, ein Großteil denkt jetzt wieder, also ich persönlich fühle mich getriggert, wenn jemand sagt, ja okay, dann red halt Bayerisch. Weil Österreichisch und Bayerisch, das ist ein großer Unterschied. Und ja, leider verwechseln das viele. Oder das wissen viele zumindest nicht. Gut, egal. Aber da... LOL! Habt ihr das gerade gesehen? Da ist gerade ein roter durch den eingepackt und jetzt kommt ein blauer auf den zu. Ja, ja, ich bin Erster. Haha. Komm, run, run, run. Das ist scheiße, okay. Running bringt sich jetzt gerade gar nichts, weil wir sind erst in der zweiten Runde. Übrigens, nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen was hört. Also irgendwie so ein Geräusch, wie, so ein Vibrieren. Nein, ich habe ihn. Oh! Ich habe ihn roten geworfen. Ja, generell, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu laut bin, weil sonst kommen die Nachbarn und beschweren sich. Okay, nein, das wird schon nicht passieren, aber. Ich wollte es mal gesagt haben, eventuell sollte ich nicht allzu laut sein, aber ja. Deine oder andere Wutanfall wird sich doch wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Ganz besonders, weil wir Mario Kart 8 spielen. Puh. Ah ja, übrigens, ich will irgendwas sagen und dann kommt ein Item und triggert mich komplett genau. Alter, du kleiner Spanier, du gehst jetzt nach hinten. Ja, blauer, blauer, blauer. Nein, warte, Abstand. Gut, nein! Das war wieder dumm. Abstand, roter und down. Nein, was? Woher kommt denn der her? Hey, warte. LOL, da hat sich ganz einer vorgeschummelt. Nein! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, roter, roter, ich weiß nicht woher. Nein! Fuck, fuck. Gut, sind meine Joy-Cons eh nicht kaputt, oder? Aber ich habe so ein Gefühl, die werden bald demnächst kaputt sein, wenn so eine Scheiße auftritt. Gut, egal, ab in die nächste Runde. Ach du Scheiße, ich glaube, mein Aufnahmeprogramm wird gleich Adios Amor singen, weil auf der Strecke wird es ordentliche FPS-Einbrüche geben. Ich weiß nicht, warum mein Laptop bei der Strecke solche Probleme hat, dasselbe ist bei Disco Drum auch. Aber ja, woran das liegt, frag mich bitte nicht. Übrigens, ich habe vorher vergessen zu begrüßen, das wollte ich nämlich noch sagen. Also, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8. Und ja, auch wenn ich das erst in der zweiten Runde jetzt mache, die Begrüßung. Egal, kann passieren, sollte nicht passieren, aber eine Begrüßung ist doch eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Ohne Spaß jetzt. Also, YouTuber, die vergessen zu begrüßen, was ich eigentlich hasse und ich mache es selbst. Irgendwie komisch. Aber ja, that's my logic. Ich gucke schon die ganze Zeit bei mir im Programm, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, es bricht gerade wirklich schon wieder ein mit die FPS. Okay, jetzt hält es sich gerade stabil. Also zumindest bei mir schaut es so aus. Das Problem ist halt, wenn es bei mir instabil ist mit die FPS normalerweise, das ist mir aus irgendeinem Grund aufgefallen, wie der Techniker damals da war. Der hat gesagt, es sollte sich eigentlich fangen, hat es aber nicht in der Vorschau. Und dann, wie ich das Video angeguckt habe, ist das komplett flüssig gelaufen. Und ich dachte mir so, willst du... Ich habe eine Banane hinten rausgehalten, was willst du eigentlich von mir? Jetzt werfe ich sie dafür hin. Und? Wirst du gedrackt? Ne, der Rote hat ihn gedrackt. Tatsächlich. Gut, also ich bin mal weit vor. Okay, weit. So weit vorne auch nicht. Scheiße, die Strecke ist ja nicht so lang. Nein, da kommt wieder ein Roter. Geil, ich bin ohne Item und ich wette, hinter mir hat jetzt so ein 3er-Pack Roten oder so ein Scheiß. Also ich könnte es mir zumindest vorstellen. Oder der Rote lässt einfach alle aus. Also der Letztplatzierte schießt zum Beispiel einen Roten ab und der Rote geht auf mich. Das ist wie ein Blauer. Das passiert oft genug, glaubt mir. Da brauchen wir uns gleich beschweren. Danke, lieber Buhu.
klau mir ruhig das Item. Genau. Fuck mich wie im DS-Teil ab mit dem scheiß Buhu. Komm, run, run, run. Nein, Banane, nicht gut. Ich glaube, jetzt ist alles safe. Nein, es ist nicht alles safe! Weil wieder mal Not am Schluss kommt. Scheiße, es ist dasselbe wie beim letzten Mal in der X-Side Bike Arena. Ihr wisst, was ich meine. Nur das Gute ist, ohne irgendwelche gravierenden Ausschreitungen. Und der Blaue geht zum Glück auch nicht auf mich. Gut. Erstmal runterkommen. Den Ventilator da laufen lassen, auch wenn er auf Stufe 3 ist. Und chillen. 24 Punkte. Da rüber kann ich mich nicht beschweren. Da kann man sich nur freuen. Gut. Ab in die nächste Runde. Ja, wer Pizza hat, wer Pizza hat, wer der Chicken Chicken Chick, wer Pizza hat. Okay, ne, also singen kann ich zwar nicht, ist egal. Aber wir haben hier so eine schöne Map, die nennt sich Disco Drum und da braucht man irgendeinen schönen Party-Song. Und ich weiß, ich kann es nicht gut interpretieren, aber... Bei mir läuft mal wieder. Interpretieren. Ach, scheiße. Ihr wisst, was ich meine für ein Wort. Ich kann es zwar nicht so gut, aber ja, wenn schon Disco Drum ist, dann muss man natürlich irgendwas singen. Zumindest zur Begrüßung auf dieser Karte. Karte, genau, Strecke. Gut, immer im Hintergrund behalten, da gibt es Gegner, die dich recken wollen. Gut, erstmal Hütchen runterhauen. Komm, Violetta! Nein, schade. Ich wette, ich hätte den Violetten angehabt, aber das ist... Wow! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wird's Violett! Violett, komm! Ja! Und wir sind schon fort. Auf anderen Wegen. Und nein! Hey, warum habe ich das nicht gemerkt, dass dann Roter kommt? Okay, ich glaube, ich war gerade Brain AFK. Ja, scheiße, ich sollte dann wirklich pennen gehen, weil es bringt nichts, mit Brain AFK da irgendwie zu Mario Kart zu spielen. Das bringt sich nichts. Was machst denn du da? Nini, bitte Abstand halten. Ich bin Erster und du nicht. Und du wirst es auch nicht werden. Okay, ja, die hat aber genug Abstand, also... Ich mache mir da jetzt gerade keine allzu großen Sorgen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass der Blaue gleich kommen wird. Wo bleibt der denn? Ich, also Blauer nimmt sicher an dieser Party auch teil. Also der verzichtet auf sowas sicher nicht. Und da ein Blauer Panzer ja gern so einen Alkoholkonsum hat, so einen richtig hohen, wird er wahrscheinlich gleich 10 bis 15 Mal auf mich einschlagen. Okay, nein, so häufig nicht. Aber er hat sicher Bock auf mich. Der lässt sich sicher so eine Party nicht entgehen. Wo bleibt der denn? Okay, die Roten, der hat mich schon getroffen, aber nicht noch einmal. Das Problem ist halt, schaut mal unten auf die Karte rechts. Ich bin zwar weit vorne Erster, aber der Zweite und ist auch nicht so weit wirklich entfernt. Und dann kommt erst ein richtig fetter Abstand. Ja, also theoretisch müsste ich Erster oder Zweiter werden, wenn jetzt nicht allzu viel Scheiße passiert. Aber ich baue meinen Vorsprung gerade aus. Los, 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 fahr, 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 fahr. So, jetzt habe ich die Tröte, okay, alles ist safe. Also ich bin gerade im Überlegen, aber wahrscheinlich werde ich mich eher von dem Roten treffen lassen, anstatt dass ich mich von dem Blauen irgendwie fick. Ja, und eine Münze, ja, da kommt ein Blauer, genau auf Ruf. Ach man, du... Nein! Was? Was? Das ist nicht dein Ernst, du scheiß Buhu. Okay. Der Blaue hat jetzt... Ja, genau, genau. Ey, ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen gehen, auch wenn ich jetzt noch eine Strecke habe, aber ernsthaft, was? Ein Buhu am Schluss, Alter. Danke, lieber Roter, dass du noch pünktlich eingeschlagen bist, aber dieser Buhu, der hätte jetzt gerade mein Leben zerfickt. Alter. Alter. Noch niemals habe ich mich über den Buhu so sehr aufgeregt als jetzt. Ich dachte, die wären schon ausgestorben bei Luigi's Mansion, aber nein, der kommt wieder. Gut, ab in die letzte Runde. Gut, Leute, ich bin mit den Nerven am Ende. Umso schöner, dass die Buhu... die Buhu-Strecke, ich Idiot. Die Kumu-Weide eine nicht allzu lange Strecke ist. Somit habe ich den Terror gleich hinter mir. Alter, wie unfair das einfach ist. Ich freue mich gerade noch über den scheiß Blauen und ich kann ihn einfach abwehren. Ich wollte den scheiß Blauen gerade trollen und mir darauf einen runterholen. Nein, was kommt? Ein Buhu und genau der nimmt mir die scheiß Tröte dann weg. Genau dann, wenn ich sie brauche, in der Millisekunde davor. Boah, Alter. Nee. 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 Einfach nee. Das ist eine legendäre Szene auf jeden Fall. Ey, also ich schwöre jetzt schon, ich habe da gerade einen Blog bei mir verraten. Ich habe die Szene gerade aufgeschrieben. Das ist fix irgendwie meine Szene. Wenn ich irgendwann mal ein Best-of mache, dann ja.
von mir selbst, also so ein Highlights-Video, dann glaube ich, werde ich das auf jeden Fall reinpacken, weil das kann's nicht sein. So viel Pech in einer Rennen. Gut, ja, ich weiß, es ist fast Mitternacht und ich sollte pennen gehen, aber ja. Das hast du dir verdient! So verdient! Ey, immerhin fuckt er mich nicht dieses Mal ab. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass der Arsch einfach bremst jetzt und damit ich den blauen abkrieg. Hätte er das gemacht, dann hätte ich ihn für sein Leben gehasst. Gut, da kommt ein Grüner. Ich habe so ein Gefühl, der schlägt auf mich ein. Nein, nein, der ist zerbrochen. Glück im Unglück, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, heute will mich jedes Item trollen. Aber wirklich so ein Puh. Du scheiß Kuh, du, geh doch Kühe melken. Nein. Bitte nicht. Du scheiß Kuh, geh Kühe melken. Geiles Zitat mal wieder. Ey! Halt's Maul! Halt's Maul, du hast mich heute schon genug verarscht. Was? Was? Nein, nein, nein! Roter für dich! Ja genau, und jetzt das auch noch. Was, was willst du denn noch von mir? Na, genau. Ja, danke, fahr in die Banane, perfekt. Was, Fünfter? Nein, 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 ernsthaft nicht. Ernsthaft, nee, kein Bock mehr. Das kann's jetzt nicht mehr sein. Ich verstehe, dass man Pech haben kann in Mario Kart. Aber das Pech, das hat man doch nur einmal im Leben. Nee. Einfach nee. Für sowas könnte ich mich da hängen. Jetzt gibt's wieder so viele Möglichkeiten, wie ich den Scheißpartner hänge. Alter, leg dich mich doch am Arsch, Mann. Ich geh da raus. Boah! Da habe ich die Mission, einfach viermal Erster zu werden, weil ihr müsst bedenken, bei viermal ersten Platz kann ich insgesamt wahrscheinlich so 100 Punkte sammeln, weil 25 kriege ich ja eigentlich meist. Und ja, 100 Punkte in der Folge wären schon ganz schön geil. Aber nein, was passiert natürlich? Ich krieg so einen scheiß Item-Abfuck und verliere gegen solche Schwachen. Also wirklich, die wirklich... Jetzt habe ich 1667 Punkte. Ich hätte 1700 heute haben können. Nein, natürlich nicht. Er lässt es mir nicht machen. Das Spiel hasst mich. Gut, Leute, bevor ich mich zu viel aufrege, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.